Es muss nicht immer der Schmollmund von Angelina Jolie sein, der uns verzückt. Oder der stechende Blick Napoleons mit dem Pinsel in Öl festgehalten. Sicher haben solche Porträts eine gewisse Anziehungskraft. Lassen Sie uns doch vermeintlich nahe an die Stars dieser Welt kommen. Die Porträtaufnahmen, die eine Fotografin aus Bergkamen anfertigt, sind allerdings noch viel spektakulärer. Ihre Models sind faszinierend natürlich. Sie findet sie ganz bequem auf der Wiese vorm Haus und bringt sie uns so nah, dass wir sie kaum wiedererkennen. Komm näher. Los, ein bisschen näher. Oder du? Wie siehst du eigentlich ganz genau aus? Interessante Fühler. Und die Blattlaus passt genau rein. Rein in die Falle der Fotografin Claudia Fehrenkemper. Sie sucht nach dem wahren Charakter der Insekten. Winziger Käfer? Oder haariges Biest? Das Elektronenmikroskop zeigt jedes Detail. Auch der Libellen. Und Zikaden. Gegen diesen Schädel sind Pflanzen doch langweilig. Harmlose runde Samen, oder? Doch voller Widerborsten. Ein Senfsamen. Und das? Keine Mondlandschaft, sondern ein Mohnkorn. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter einem Löwenzahnsamen? Ich kann ja nicht wissen, wie er aussieht. Ich möchte aber gerne wissen, wie er aussieht. Und deswegen sammle ich ihn. Was mich dann erwartet, über das hinaus, was ich jetzt mit bloßem Auge sehen kann, weiß ich nicht, ist für mich immer auch eine Entdeckungsreise. Bei jedem neuen Objekt, was ich in der Natur einsammle, ob es Samen sind, ob es die Insekten sind, ist völlig egal. Dabei ist die geheimnisvolle Natur eigentlich gar nicht Fehrenkempers Metier. Früher war die Fotografin auf Technik spezialisiert. Erst riesige Schaufelradbagger, dann winzige Mikrobauteile. Irgendwann setzte sie einen Käfer dazu, als Größenvergleich. Seitdem hat sie die Natur nicht mehr losgelassen. Schon über 10 Jahre fotografiert sie Insekten, Plankton und Samen. Am Raster-Elektronenmikroskop des Forschungsmuseums König in Bonn. Manche sind so winzig, dass sie sie auf dem Probenteller kaum sehen kann. Dann muss die Künstlerin mit fast wissenschaftlicher Genauigkeit nach dem richtigen Bild suchen. Trotzdem arbeitet sie anders als die Biologen, die sonst vor diesem Bildschirm sitzen. Also es geht mir ja nicht darum, jetzt irgendeine bestimmte Spezies abzubilden, sondern es geht mir darum, halt, ja, nach bestimmten Formen zu suchen. Und das ist mir eigentlich auch egal, wie jetzt dieses Objekt oder das Individuum, was ich da finde, wie das auch heißt. Es geht mir letztlich nur um die Form und eigentlich diese Oberflächenstruktur auch in den Objekten. Die Oberfläche von Meeresplankton. Formen, die an Raketen erinnern. Oder an Menschen. Was aussieht wie ein Auge, ist der Mund einer Kaulquappe. Was einer Hand ähnelt, ist ein Fuß des Tieres. Auch die Insekten zeigt Fehrenkemper wie Menschen im Porträt. Inzwischen hat die Fotografin eine ganze Ahnengalerie aus solchen Insektenbildern geschaffen. Ich wollte sie wirklich gerne aus dieser Anonymität herausheben. Wirklich auch so besonders darstellen und ja, sie wirklich porträtieren. In diesem Sinne. Und sie sozusagen aus der Masse herausheben und sie ganz individuell darstellen. Wer diese Individuen sehen will, hat dazu noch bis September Gelegenheit. In Fehrenkempers Ausstellung Glühwürmchen, Strahlentierchen, Königskerze im Kunstmuseum Bonn.